FC Atok vor dem Spiel in Freiburg, dem Auswärtsspiel in Freiburg. Hallo. Mit, hallo. An dieser Stelle stellt sich Wolfgang Langner vor, der, ja, für uns, der bei uns für den FC Augsburg auch zuständig ist und in Freiburg sein wird beim Auswärtsspiel. Bislang, so schön Freiburg als Stadt ist, gab es für den FC Augsburg da eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu holen. 6 Spiele, 5 Niederlagen. Ja, und einen Sieg. 4-2-Sieg 2014, da war ich übrigens dabei. Also im 4-2-Sieg war damals, ja, auch ein schöner Nachmittag. Mhm. Und am, nach dem Spiel hat es dann Ärger gegeben mit Streich und mit Reuter im Kabinentrakt. Ah, interessant. Warum das jetzt genau, warum es da so gescheppert hat, weiß ich jetzt aber heute wirklich nicht mehr. Der Streich hat halt rumgebrüllt im Kabinentrakt drunter, dass das eines Weltmeisters nicht würdig ist oder sonst was. Aber warum das oder um was es da gegangen ist, keine Ahnung mehr. Wollen wir nicht weiter intensivieren. Hört sich aber interessant an. Nee. Freiburg war, auch wenn die Auswärtsfahrten bislang selten eine Reise wert waren für den FCA, das erste Mal für den FCA. Nämlich das erste Mal, dass der FC Augsburg in der Bundesliga überhaupt gespielt hat. Ja. Auch ein Spiel, das vielen noch in Erinnerung sein dürfte. 2-2 im Sommer. 2011. Tore Sascha Mölders. Genau. Ja, und das erste Spiel dann praktisch. Ja. Und der erste Punkt in der Bundesliga. Und zugleich das einzige Spiel, das Christian Streich in der Historie FC Augsburg und SC Freiburg nicht als Trainer miterlebt hat. Weil damals noch der Herr Sorg. Da war der Herr Sorg, der mittlerweile in Dienst und Würden beim DFB steht, an der Seitenlinie. Nicht mehr gewusst, ne? Ja, insofern ein Spiel, das viele Geschichten hat, SC Freiburg gegen FC Augsburg. Und ein Spiel, das einige Spieler des FC Augsburg nicht miterleben werden. Wie immer gibt es eine ganze Leiste an Verletzungen. Ja, aber das ist jetzt ja schon wirklich heftig. Mit Finn Bogason, Hoelo, Hahn wird fehlen wahrscheinlich, Richter wird fehlen wahrscheinlich, eventuell hat auch nicht trainiert, Jan Moravec wird fehlen. Ja, also das ist schon, also wie sagen wir, sie müssen Gras fressen morgen, machen wir mal richtige Phrase. Morgen mal ausnahmsweise Gras fressen. Morgen mal ausnahmsweise Gras fressen. Ja, pass auch dazu, Manuel, wir haben unter der Woche gesagt, wird ein Spiel, bei dem die Mannschaft gewinnen wird, die den Sieg mehr will. Ja, also heißt auch viel. Das, im Grunde hat er da auch seine Spieler unter Druck gesetzt nach dem Motto Gras fressen. Ja. Ist aber auch Phrase, oder? Ist auch eine Grasfresse, ja. Ist auch mehr Gras fressen, sowas, dass er das, die Mannschaft, die mehr will. Aber wie gesagt, morgen kann man vielleicht schon mal ein gutes Gefühl haben. Irgendwo habe ich schon ein gutes Gefühl, weil das Wetter ist schön und Freiburg ist schön und irgendwo könnte morgen schon mal wieder was passieren und vielleicht, wenn man es auch jetzt derzeit nicht erwartet, aber vielleicht ist es dann gerade morgen Platz, vielleicht einmal den Boden und man nimmt was auswärts mal wieder mit, was Zählbares. Wäre auf alle Fälle bitter nötig, denn nach Freiburg kommen zuerst der BVB nach Augsburg und dann reisen die Augsburger nach Leipzig. Also auf gut Deutsch gegen den ersten und gegen den vierten der Bundesliga-Tabelle. Das wird schwierig und da braucht man nicht unbedingt Punkte einplanen. Danach schaut es wieder ein wenig besser aus mit Hannover und Nürnberg, oder? Kommen, glaube ich, genau, da kommt dann Hannover nach Augsburg und der FCA reist nach Nürnberg. Ja, also die zwei Spiele, die sind ja ganz wichtig. Die muss man natürlich gewinnen. Und wie gesagt, morgen sollte man auch was mitnehmen. Das wäre jetzt ganz wichtig, um bei diesen zwei Spielen ein bisschen vorzubauen und ein bisschen ein Polster zu haben, dass man sagt, man kann er gegen Dortmund dann verlieren oder Leipzig, weil dann hätten wir schon mal über 20 Punkte jetzt morgen. Immerhin das, ja. Ja. Aber es könnte, wenn es morgen Abend, am Samstagabend mit einer Niederlage ausgeht, erstmal relativ bitter werden im Umfeld des FC Augsburg, auch die Stimmung, die auch nicht zu verachten ist im Abstiegskampf. Wie bitter wäre eine Niederlage? Ja, ziemlich bitter, weil du ja, wie gesagt, wir haben es ja gerade gesagt, die haben dann die zwei schweren Spiele und unten werden die jetzt auch allmählich auch mal gewinnen. Irgendwann jetzt wird Stuttgart auch mal gewinnen und es wird da vielleicht mal Hannover wieder mal gewinnen, auch mit Nürnberg schätze ich eigentlich, dass weg sind, obwohl sie jetzt gegen Dortmund eigentlich ganz gut gespielt haben und 0-0 gespielt haben, aber ich glaube, dass Nürnberg eigentlich weg ist für mich. Aber Hannover mit Doll jetzt vielleicht, wenn die jetzt nochmal ein bisschen Morgenluft schnuppern mit dem Sieg oder sowas und Stuttgart, wenn er kommt, dann kann es schon noch richtig eng werden. Der seine Mannschaft, Thomas Toll, erstmal damit aufgebaut hat, also zweistellig wäre ohne weiteres möglich gewesen. Ja. Ja, auch das Zuckerbrot und Peitsche. Herr Doll setzt mehr auf die Peitsche
Vielleicht hilft das was. In Augsburg bleibt man noch ruhig. Glaubst du, dass die Position von Manuel Baum wackeln könnte, so denn eine Niederlage in Freiburg am Ende steht? Ja, also ich glaube in der Saison überhaupt nicht mehr. Also ich glaube es auch nicht, falls er verliert. Also da ist der im Verein, ich glaube wir haben ja letztes Mal mit dem Reuter gesprochen und der Reuter hat gesagt, auch gesagt, also nee, es wird nichts passieren. Sie werden mit dem Baum das durchziehen und normalerweise ist es dann auch so, was sie dann von sich geben, das behalten sie meistens auch dann. Also natürlich, vielleicht wenn dann nur mit 3 Spiele verlierst, schaut das Ganze wieder anders aus, aber momentan gehe ich nicht davon aus, wenn die in Freiburg verlieren, dass Baum irgendwas passiert. Okay, lassen wir uns überraschen, wie es ausgeht. Vielen Dank schon mal fürs Zugucken und bis nächste Woche. Ciao.